zeige euch heute hier in einem Wohnzimmer, wie ihr drei Übungen machen könnt, die gar nicht so viel Platz brauchen, die ihr fast überall machen könnt, okay? Das heißt, wir werden jetzt drei Übungen, einfach drei Intervalle durchziehen. Pausen gestalten wir wie immer ein bisschen freier. Und wir starten als allererstes mit dem Warm-up. Erstmal ganz entspannt, etwas weiter als hüftbreiter Stand. Kopf kreisen von der einen Schulter zur anderen und zurück. Und wir kreisen die Schultern nach hinten. Ellbogen mitnehmen. Bisschen größere Kreise machen. Ganzer Arm. Und wir kreisen das Becken. Und Richtung wechseln. Wir gehen langsam zu den Knien über und kreisen. Auch in die andere Richtung. Perfekt. Einmal lockern, Arme ausweiten, Handgelenke. Versuch schon direkt hier im Beat zu sein. Vor. Seite. Ziehen. Und. Und. Ellbogen. Richtung Wechsel. Sehr gut. Locker laufen. Und Kick vor. Locker, entspannt. Wir gehen einmal in den Squat, stellen die Füße etwas weiter als hüftbreit auf, Zehen zeigen nach außen, Rücken ist gerade. Achtet darauf, dass die Knie nicht zu weit über die Zehenspitzen gehen. Und auf, tief, hoch, tief, hoch, tief. Und wir halten unten, kommen nach vorne in die Plank. Hier immer darauf achten, Schulter über Handgelenk und kreisen. Richtung wechseln. Und wir kommen zurück in den Squat. Rücken gerade, aufrichten. Noch einmal tief, vor und wir gehen auf die Fingerspitzen. Tap. Tap, tap, tap. Sehr gut. Wer möchte zur Schulter? Tap, 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 tap. Und wir versuchen zu halten, ausbalancieren. Becken bleibt parallel zum Boden. 7, wechsel. 5, 6, 7, und. 6, 7, und Spannung aufbauen und beide Hände halten. Wir kommen zurück. Rücken gerade, aufrichten und lockern. So, wir kommen zu unserer ersten Übung, die wenig Platz braucht. Und zwar Step Cross. Ausgangsposition vom Cross, vom Squat. Rechtes Bein. Kreuz nach hinten, zurück in den Squat. Das gleiche zur anderen Seite, hinten, Squat, Step, Squat, Step, Squat, Step, Squat, Step, Squat. Das ist jetzt schon die etwas schwierigere Variante. Geht auch ein bisschen einfacher, dann starten wir vom Squat und gehen einfach nach hinten, ohne tief zu gehen.
Squats. Die brauchen allerdings ein bisschen mehr Platz. Deswegen nehmen wir gleich direkt die Variante, wo ihr tief bleibt. Perfekt. Und locker. Davon ziehen wir gleich drei Intervalle durch. Nächste Übung. Two-Step. Ihr kommt nach vorne in die Plank. Rechtes Bein geht zur Seite rüber. Achtet darauf, den Fuß richtig aufzusetzen, nicht auf der Fußkante zu sein. Links ran, zurück, zurück. Das gleiche auf der anderen Seite. Step raus, ran, zurück, zurück. Noch einmal. Step, ran, zurück, zurück. Step, ran, zurück, zurück. Noch einmal. Und letztes Mal. Und zurück, Squat. Einmal nochmal lockern. Bevor wir zur letzten Übung kommen. Noch einmal, Squat. Linken Arm aufsetzen. Linkes Bein durch in den L-Seat. Von hier aus starten wir jetzt die Cross-Crunches. Ganz easy. Ihr streckt ein Bein, das andere Bein geht runter. Hand zum Fuß. Zurück in die Mitte. Das gleiche. Auf der anderen Seite. Ka. Ka. Das ist jetzt die einfache Variante mit den Füßen absetzen. Wir können es auch so machen, dass wir direkt oben bleiben. Wir werden gleich in den Intervallen beide Varianten mal probieren. Sehr schön. Einmal Beine lockern. Ellbogen zusammen, Handgelenke von links nach rechts und vor und zurück und kreisen, Richtung wechseln, sehr schön, einmal, rechtes Bein ran, links raus, über die Seite kommen wir zurück nach oben. Ganz entspannt am Platz laufen. So, damit ihr gleich die aktiven Pausen auch sofort umsetzen könnt, gehen wir einmal die Kommandos durch für die aktiven Pausen, okay? Aktive Pause Nummer 1, ganz simpel, am Platz in Bewegung kommen. Das ist unsere aktive Pause für die Beinübungen. Dann, unsere aktive Pause für die Two-Step-Übung. Arme ausbreiten, Oberkörper und Beine abheben. Sehr schön. Achtung, Push-Up. Nach oben, rechtes Bein raus, links durch, in den L-Seat. Unsere aktive Pause hier machen wir noch zusätzlich, was für den unteren Bauch geht. Auf die Ellbogen nach hinten und ka, 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 ka. Wem das zu leicht ist, der nimmt beide Beine vor, hoch und tief. Sehr schön. Übergang zurück, rechts ran, links raus, über die Seite und locker. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen warm. Jetzt geht's direkt los mit unserer ersten Übung. Step Cross, okay? Ausgangsposition ist der Squat. Wenn ihr die schwere Variante mit mir machen wollt, dann gehen wir gar nicht mehr richtig hoch, okay? Dann bleiben wir eigentlich fast die ganze Zeit unten. Rechtes Bein kreuzt nach hinten. Knie ungefähr 90 Grad, knapp vom Boden. Zurück in den Squat. Das gleiche auf der anderen Seite. Step, Squat. Step, Squat, Step, Squat, Step und Squat. Wenn ihr merkt, okay, die Beine machen lahm, könnt ihr in der Mitte oben bleiben und geht hier tief, hoch,
Wenn gar nichts mehr geht, bleibt ihr einfach mit uns zusammen in Bewegung und macht nur den ganz normalen Schritt, okay? Einmal Beine lockern. Tief durchatmen, gleich geht's los. Wir ziehen drei Intervalle durch. Vollgas. Aktive Pause. Ganz, ganz locker einfach oben bleiben. Wir gehen zusammen in den Squat. Rechtes Bein beginnt. 5, 6, 7. Step. Squat. Step. Squat. Mitte. On. Tap. Center. Durchhalten, das ist der erste Intervall. Gleich geschafft. Und locker. Beine ein bisschen auslockern. Ganz wichtig, in Bewegung bleiben. Keiner da zu Hause sitzt oder steht einfach nur. Okay, Intervall 2. 5, 6, 7. Step. Squat. Step. Squat. Zieh. Off. Durchhalten. Squat. Step. Squat. Gleich geschafft. Oh, ich hoffe, eure Beine brennen genauso wie meine. Kurz die Beine auslockern. Letztes Intervall, Leute. Einmal noch. Alle zusammen. 5, 6, 7, 8. Komm. Durchhalten. Komm. Gleich geschafft. Letztes Mal. Und locker. Das war schon ein guter Einstieg. Wir kommen direkt zur zweiten Übung. Two-Step. Wir kommen alle zusammen vom Squat nach vorne in die Plank. Ganz wichtig. Schulter über Handgelenk, eine Linie, Gesäß angespannt, Spannung aufbauen. Halbes Tempo im ersten Intervall. Rechtes Bein geht zur Seite, links ran, zurück, zurück. Das gleiche auf der anderen Seite. Step, ran, back, back. Step, ran, back, back. Einmal noch. Für die, die sagen, das ist zu leicht, oder die, die schon Erfahrung haben mit Breakletics. Step, cut, Ellbogen raus, zurück, zurück. Andere Seite, Step, raus, zurück, zurück. Langsam zurück in den Squat. Level 1, halbes Tempo, okay? Intervall 2 und 3 gehen wir mal jeden Beat. Ihr entscheidet, ob ein Arm oder Beine. In die Plank, rechtes Bein. Step, run, back, back, on, step, run, zurück, zurück, zieh, step, cut, back, back, step, cut, back, back, durchhalten, denkt an den Fuß richtig aufsetzen, step, run, zurück, zurück, on, wir gehen auf den Boden. Oberkörper abheben, Oberschenkel berühren nicht den Boden. Zwei Intervalle noch. Als nächstes gehen wir jeden Beat. Hände aufsetzen, Push-up, hoch. Jeden Beat. Step, cut, back, back. Zieh. Wer möchte,
einatmen. Gleich geschafft, komm. Durchhalten. Six, seven, breath. Und wieder, Oberkörper hoch. Ein Intervall noch, Leute. Alle zusammen, Push-Up, hoch. Letztes Mal jeden Beat. Step, cut, back, back, step. Durchziehen. Durchhalten, komm. Letztes Intervall. Six, seven, break. Einmal Handgelenke lockern. Eine Übung haben wir noch und dann machen wir ein bisschen Cooldown, Stretching. Übergang zum Boden. Die, die schon öfter Breakletics mitgemacht haben, kennen den Übergang. Linker Arm, linkes Bein, L-zieht. Cross Crunches. Die Übung könnt ihr wirklich überall machen. Level 1. Füße immer wieder in der Mitte aufsetzen. Rechtes Bein beginnt. Step. Back. Ha. Back. Ha. Back. Ha. Back. Ha. Back. Ha. Okay, das ist unser erstes Level. Intervall 2 und 3. Versuchen wir mal, die Füße die ganze Zeit oben zu halten. Spannung im Bauch. Ka, 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 ka. Okay. Einmal Beine lockern. Denkt dran, aktive Pause geht nochmal auf den unteren Bauch gleich. Ja? Langsam bereit machen. Level 1 zum Kennenlernen. Rechtes Bein. Und ka, Center. Ka, Center. Und. Mitte, 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 Mitte. Durchhalten. Und break. Wir gehen zurück auf die Ellbogen. Level 1. Ein Bein strecken. Anderes ran. Für die, wo das so leicht ist, beide Beine strecken. Okay, Intervall 2, ohne Center in der Mitte. Durchhalten. Und break. Noch einmal, unterer Bauch. Atmen. Ein Intervall nur noch, Leute. Langsam bereit machen. Letztes Mal für heute. Durchziehen. Ha. Gleich geschafft. Und durch. Einmal die Beine lockern. Übergang. Zurück nach oben. Links ran. Rechts raus. Zurück in den Stand. Ihr habt es geschafft. Wir machen jetzt nur noch ein kurzes Stretching. Ganz entspannt. Wir gehen den Körper von oben nach unten durch. Kopf geht zur Seite.
entgegenliegende Arm zieht Richtung Boden. Wenn ihr möchtet, schließt eure Augen. Lasst euch von meiner Stimme einfach anleiten. Und Seite wechseln. Zur Mitte, Kinn auf die Brust. Und aufrichten. Ein Arm über die Brust, Schulter tief. Schulterblätter fallen lassen. Zur Seite. Zurück zur Mitte. Arm wechseln. Und zur Seite ziehen. Zur Mitte. Lockern. Ausfallschritt nach vorne. Beide Zehen zeigen nach vorne, Becken parallel. Ferse zieht Richtung Boden. Wir wechseln vorderes Bein strecken zum Fuß. Jeder so weit er kommt. Und lösen. Bein wechseln. Wieder Zehenspitzen nach vorne. Becken parallel, Ferse Richtung Boden. Strecken, geht wieder zum Fuß. Und lösen. Euer Fußgelenk greifen, Knie parallel. Einen Punkt.
lösen. Bein wechseln. Zur Brust. Und lösen. Wir rollen einmal ab von der Halswirbelsäule auf. Wirbel für Wirbel nach unten. Kopf und Schultern hängen lassen. Und Beine beugen. Versucht die Fersen auf dem Boden zu lassen, Hände gehen zu den Fersen, Beine strecken. Und wir gehen noch einmal tief. Und auf. Und wir rollen langsam auf. Sehr gut, Leute, ihr habt es geschafft. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. 6, 7, 8.